Also der Herr Jemini, der ist einmal spazieren gegangen und dann ist er zumal ein Elefant auf den Kopf gehabt vom Zirkus. Und als Entschuldigung hat er dann vom Zirkusdirektor eine Einladung gekriegt, dass er zuschauen darf und mitmachen darf, wenn er möchte. Und dann ist er noch auf dem Schiff, ist er mal gewesen, dann ist er ins Gepäck gehabt vom Schiff. Und dann hat er gesagt, zum Glück, jetzt kann ich mir endlich was Neues kaufen. Weil er hat sich ja so lange was Neues gewünscht, aber er will mir was Neues kaufen. Und das war sehr lustig. Den kann man halt so, den lernt man, dass man nicht jetzt immer Pech hat, sondern dass man immer von der Sache das Glück sagen sollte. Also, man will ja mich glücklich machen sehen, wenn ich was krieg, was ich mir schon lange gewünscht habe. Ja, so Geschenke und so, das macht mich dann immer glücklich. Was mich auch glücklich macht, ist mit Freunden spielen und wandern. Ich mag einfach die Natur und ja, mir macht es immer Spaß, wenn man durch den Berg läuft. Also ich merke mir, dass ich dann halt mich frei fühle und dass es immer Spaß macht. Ja, vom Klassenrat. Da tun wir jeden Freitag uns in einem Sitzkreis zusammen und dann erzählen wir immer, was uns an der Woche gefallen hat oder so. Und da können wir einen Wunsch, eine Entschuldigung oder einen Dank sagen. Ja, da kann man halt oft Danke sagen und meistens ist es zum Beispiel, was wir in Mola gemacht haben, ein Danke oder in Durma. Halt alles, was uns so Spaß gemacht hat. Kann man den Danke sagen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sich genervt fühlt, oder wenn jetzt jemand geschlagen hat, und dann seht ihr halt immer Entschuldigung im Klassenrat, wenn er es nicht davor schon gemacht hat. Ohne Klassenrat, dann wüsste halt Lehrerin, ohne was sie verbessern sollte, oder halt so, was wir uns wünschen in Turnau oder so jetzt zum Beispiel. Ja, also mir gefällt da ganz gut. Also ich finde, ich die Twitter empfehle.